So, willkommen zurück hier zu Tomb Raider 6. Ich habe jetzt irgendwie über eine Minute damit verbracht, zu checken, dass ich, ja gar nicht zuletzt, oder dass ich hier einen Speicherstand angelegt habe. Ich habe nämlich gerade, ich hatte es ja schon mal erzählt, ich habe ja diese Funktion mit F9, dass ich, ja toll. Wow. Oha, die Wasseroberfläche sieht aber komisch aus. Ew, ist ja eklig. Was hat mir das jetzt gebracht? Außer nichts. Okay, ich muss jetzt hier gerade nochmal mit dem Schwimmen so ein bisschen zurechtkommen. Also scheint hier dem vorigen Teilen alles sehr ähnlich zu sein von der Bedienung her. Huch, Ratte? Okay. Okay, also die Steuerung fürs Schwimmen ist komplett gleich. Ich hatte euch ja mal erzählt, dass ich die Aufnahme starte mit einer Taste, die leider bedingt, dass man irgendeinen Spielstand im Spiel lädt. So, jetzt die Frage, wie komme ich hier weiter? Ich finde sie gerade mal so ein bisschen unübersichtlich. Kann ich mich hier umschauen? Nee, wenn ich im Wasser bin, kann ich mich komischerweise nicht umschauen. Das ist ja doof. Ich schwimme hier erstmal durch, wenn es denn geht. Nee, ich muss hier durchtauchen. Okay, nochmal in Ruhe gucken. Ist hier irgendwo was, wo ich durchtauchen oder reintauchen kann? Also die Grafik unter Wasser ist nett, aber ist jetzt auch nicht so, ich sag mal, ist jetzt auch nicht bombenmäßig. Also ja. Da hatten sie es auch komischerweise in älteren Teilen schon besser gemacht, dass sie auch so Wasser hinter sich herzieht, also so Wasserbahnen zieht. Okay, ich kann hier nirgends raus. Also sie macht zumindest nichts. Man hört hier die Ratte fiepen. Okay, ich muss nochmal tauchen. Irgendwas habe ich übersehen. Wo es weitergeht. Hier ist Ratte. Oder hätte ich da runterrutschen und dann nicht zur anderen Seite, hätte ich dann zur anderen Seite springen müssen, denke ich gerade. Dann ist ja nur das Problem, dass ich jetzt hier gar nicht mehr wegkomme, oder? Oder gibt es hier irgendwie noch einen Trick, wieder rauszukommen? Weil ich fühle mich hier gerade auf ziemlich verlorenem Posten, ehrlich gesagt. Ich lade nochmal eben den anderen Spielstand. Das scheint mir hier gerade nicht ganz so richtig zu sein. Ich meine, hier war ja so eine Rutschwand. Ah, okay. Aber warum hält sie sich, warum kann ich hier hinhangeln, wenn es mir am Ende nichts bringt? Ach, okay, so geht's also. Okay, das ist aber gemein. Ich meine, wenn man dann da unten reinfällt, ist man ziemlich verloren. Da ist dann vorbei. So, ich speichere mal. Ich glaube, wir können jetzt hier auch wieder oben speichern. Ich nehme mal diesen hier. So, hier müssen wir uns wahrscheinlich wieder hangeln. Oh. Wow. Kann ich mit dem Kasten da was machen? Wahrscheinlich nicht. Hui. Uiuiui. Das war knapp, aber wir haben es hingekriegt. Hier ist auch wieder so eine Kletterwand.
Geschichte. So, da unten im Wasser waren wir, ne? Ja, genau, da hinten waren die beiden Rohre. Okay, dann mal weiter. Und, fühlst du dich jetzt stärker? Warte, ich kann auch hier schnell speichern. Hä? Ich will mich umgucken. Das sieht ja. Boah, die ist ganz schön beweglich. Das muss man ihr mal lassen. Hey, warum redet sie sich denn so komisch um? Hä? Okay, ja, oh gut. Ich meine, kann. Aha. Mensch, Lara, mach doch alles kaputt. Okay, weiter kann sie es den komischerweise nicht ziehen. Okay, wir gucken uns aber erstmal hier unten um, was hier noch drin ist. Vielleicht liegt hier irgendwas Praktisches. Ja, natürlich. Ich frage mich, für welche Waffe das ist. Ah, ich glaube, die Tür, die kennen wir. Die führt uns wieder zum Ausgang, ne? Ah ja, sehr gut. Ich hoffe, die bleiben auch offen. Moment. Wo kamen wir her? Ah, das hat es jetzt bewirkt, dass wir hier jetzt die Trümmerteile weg haben. Das heißt, wir können hier gar nicht weiter. Diese Stromkabel, die irritieren mich immer total. Ich meine, die sind wahrscheinlich einfach nur ein Teil des, ne, das soll das alles ein bisschen realistischer machen, aber ich habe immer so nach London, wo wir ja die Sophia Lida getötet haben, immer den Verdacht, dass wir diese Stromkästen oder Sicherungskästen oder was auch immer, dass wir die irgendwie. Okay, ich kann hier hin, aber das ist alles nicht so vorgesehen. Also, ja, schnell weg hier. Aua. Kann ich da hinspringen? Ich glaube, ich habe mich hier gerade so ein bisschen. Jetzt, okay. Ich muss nur wissen, wie man es macht. Das heißt, wir haben jetzt diesen Steinhaufen da nur, oder diesen Stein nur bewegt, damit der das Geröll da hinten sich ein bisschen zur Seite bewegt und wir einen Weg haben, um da jetzt in die Richtung weiterzugehen. Sehr, sehr gut. Dann machen wir das doch gerade mal. Löchern. Ist hier noch irgendwas? Hier oben vielleicht? Nee. So, hier ist wieder Wasser. Allerdings nur. Oh, ich wollte gerade sagen, nur knietief, aber. Da war ich wohl doch nicht ganz richtig. Das war gerade ein bisschen verwirrend. Also, ich habe jetzt echt gedacht, das ist nur so ganz flach gewesen. Mir fehlen jetzt hier eigentlich fast schon so ein bisschen diese obligatorischen Tomb Raider-Hebel. Wasser. Warum kann ich hier hoch? Oder kann ich hier hoch? Ja. Ich habe nämlich gedacht, dieses Grüne ist die Oberfläche, also der Boden im Wasser. Deswegen, aua, war ich ausgegangen davon, dass dass das Ganze nur so ein paar Zentimeter tief ist. So maximal einen halben Meter. Okay, hier strömt wieder irgendwas aus, was vermutlich nicht ganz so gesund ist. Aber unsere Anzeige zeigt gerade noch nichts an, deswegen. Ich kann hier auch so. Kann ich an dem Rad was machen? Nee. Kann ich hier irgendwo hoch? Vielleicht ist es auch nur Wasserdampf, dann ist es okay. Ist vielleicht ein bisschen heiß, aber sonst. Nee, hier kann ich nichts machen. Guck mal, hier ist ein Loch. Nee. Oder doch? Keine Ahnung. Sieht ein bisschen seltsam aus. Na egal, wir gehen hier durch. Hier steht noch ein bisschen. Ah, guck mal. Schränke, die wir aber leider nicht durchsuchen können. Schade. Sind wahrscheinlich auch schon irgendwie von Leuten
durchforstet worden. Ich muss sagen, mir gefällt das echt richtig gut bisher. Also auch so die Level. So die Gegend, was wir hier alles so sehen. Okay, sie will hier nur hoch. Sie möchte hier sonst nichts anderes machen. Ich hatte jetzt nämlich gedacht, ob ich hier vielleicht mit der Steuerung was machen kann. Aber nee, sie möchte hier nur hoch. Na gut. So, wir haben hier eine Tür, die wir nur mit einer Tür, mit dem Schlüssel offen kriegen. Ich liebe das, wenn hier so Räume sind, wo man. Wow. Was ist mit dem denn? Ih, da gehen wir nicht hin. Also noch nicht. Erstmal will ich mich hier umgucken. Hey, was ist das hier für eine komische Gegend? Gerade auch gesagt, das finde ich voll cool hier. Aber das war jetzt irgendwie ein bisschen creepy, den Typen da. Guck mir den gleich an. Ich will erst nochmal eben. Das ist ein Medipack. Gesund sieht der aber nicht aus. Muss man ja mal feststellen. Kann ich hier drauf? Nee. Ist hier noch was? Hier ist nichts. Was ist denn mit dem? Aus dem wächst irgendwas. Gott, der arme Kerl. Schnell weg hier. Das ist ja ein bisschen wie im dritten Teil, wo die ganzen Typen so mutiert sind. Das klingt aber gar nicht gesund. Kann ich mit dem irgendwas machen? Kann ich ihn ansprechen? Nee, ich kann mit dem gar nichts machen. Ich meine, er macht auch nichts mit mir, was schon mal gut ist, aber. Bisschen gruselig ist das schon. Das heißt, wir sind hier unten auf jeden Fall nicht alleine. Ist das hier so eine Art Experimentierraum? Hier hin. Ach, der ist ja süß, der Gabelstapler. Hier rein? Nee. Hoch. Oh, ich drücke immer in die falsche Richtung. Ne? Ich krieg es hier in diesem Spiel, glaube ich, auch nicht mehr hin mit der Umschauen-Geschichte. Oh, warte mal. Irgendwas war da? Ah, Munition. Das ist aber immer für eine andere Waffe. Ich will mal eben schauen. Weapons. Das ist diese hier. Vector R35. Die müssen wir unbedingt mal finden. Habe ich für die eigentlich jetzt was? Nee, für die habe ich immer noch nichts. Ich hoffe, wir kommen noch mal an die Oberfläche, dass wir bei dem einen Typen noch mal ein bisschen Munition uns kaufen können. Hier geht's weiter. Found an intruder, Bouchard. Well, tell her I'm busy and throw her out. Was mit dem denn? Hä, was hat der denn für ein seltsames T-Shirt? Guck mal, das ist das Ohr von dem Bouchard, was da drauf ist. Und der hat auch wieder diese Zähne. Ich glaube, der soll eigentlich anders aussehen. Kann das sein? Ja, gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um. Ach, guck mal, hier ist ein Hebel. Kann ich nichts mitmachen? Kann ich hier rein? Nee. Das ist ja witzig mit dem T-Shirt. Ich glaube, das hatten wir ja bei dem einen Polizisten da schon, oder diesem, ja, diesem Typen, dass der so Zähne auf dem Dings hatte. Ich glaube nämlich nicht, dass das so vorgesehen ist. Ich glaube, das ist alles ein bisschen durch die Mods vielleicht bedingt. Hier ist Müll. Sah witzig aus, hier, wie der zu mir hingeguckt hat. Wie creepy. Ah. Oh, immerhin, er steht nur auf. Ja, ich gucke mich hier nur ein bisschen in deiner Bude um.
Lass dich gar nicht stören. What happened to your man in the room out there, Bouchard? To Arno? You've got something to say about that? Maybe. It might be linked to what happened to a friend of mine. I doubt it. Get her out of here. Do you know the name Eckhart? Never heard of him. Okay. You helped a friend of mine a while back. Werner von Kroy. Names don't mean a lot here. Even real ones. What did he want? Maps and information on the Louvre. I remember. 4 weeks ago. Wanted to take a coachload of Japanese tourists to see the Mona Lisa. Ach, jetzt müssen wir wieder auswählen. Okay. I lost my friend. Ja, ich glaube, das hier ist freundlich, ne? Easy, Bouchard. I lost that friend yesterday. Now I'm wanted for his murder. There was a newscast about a monstrum killing earlier. What would you know about that? Nothing that would interest you. You'd be surprised how much the monstrum interests me. My friend? The Louvre? Yes, the academic. Wanted access to recent archaeological diggings inside the Louvre. I gave him contact. You want the same? And more. I need 9mm protection, backpack, plastic explosive, stun packs. Paris isn't safe these days. Who for? You obviously can't take care of yourself. Do you have what I need? I know who does. Daniel Rennes works out of the pawnbrokers on the corner of the Rue Saint-Marc and Cours la Seine. Gut, es ist ja der Typ, der uns das verkauft, dieser René oder Rennes, dieser Daniel René oder wie der heißt. Ja. What would you suggest? A trade. I have to get certain things into his hands. Passports. You could deliver them for me. Passports? Check passports. Nothing to dirty your hand with. It's a business arrangement. For which he would give me what I need. For the right price. The passports will prove you come through me. What happened to your man in the sick room back there? Was he delivering packages for you too? Poor Arno. One of my toughest. The only survivor of 4 attacks so far. Attacks? By who? An interesting question. We don't know for sure yet. The Paris Monstrum, perhaps. We're looking into that. You should take care. An automatic would help. You sold my friend von Kroy some hardware. I need the same. That was then. We need all the firepower we can get. Ren is your man. Is it a deal? Okay, deal. Den Typen rechts, der hat tatsächlich die Texturen von irgendwelchen Leuten als Aussehen. Das sieht irgendwie sehr witzig aus. Der hat jetzt Zähne an den Armen. Oh, hier will ich mir mal ein bisschen genauer angucken. Irgendwas hat der da am... Oh Gott, wie sieht denn sein Gesicht aus? Das ist das, Oh! Das ist ja cool. Jetzt sieht er noch besser aus. Aber nur, wenn ich den da von nahen angucke. Guck, meinen Fußabdruck hat der am Hals, dann hat er aber auch wieder diese Zähne. Das hat auch ein paar Sachen von Lara. Guck, das Zopfband von Lara ist da links an der Brust. Ach, das ist ja witzig. Okay, ja, wir haben also jetzt wohl die Aufgabe, wenn ich es richtig gesehen habe oder gelesen habe oder richtig verstanden habe, dem Typen, dem wir ja auch immer unseren Shit verkaufen, Dings zu bringen, Reisepässe, Items. Oh, hier, wir haben immer noch, ah ja, Fake Passports. Guck mal, wir haben immer noch einen kleinen... metallischen Schlüssel, den konnten, den haben wir in der Disco gefunden. Ja, und der Typ, das war wohl auch ein Mensch, ein Mann von Bouchard, der überlebt hat, ne? Dem wurden ja einige Leute umgebracht. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur wieder zurück, ne? Das ist ja dann nicht so weit. Ja, da vorne dann die Treppe hoch oder die Leiter hoch und dann sind wir ja wieder an unserem Ausgangspunkt. Oder auf diesem Friedhof. Oder auch nicht. Hä? Wieso geht sie da nicht hoch?
Da muss ich jetzt mal kurz ins Notebook gucken. Deliver Passports, ja. Okay, wie komme ich denn jetzt wieder? Wie komme ich jetzt wieder weg? Weil hier sind wir hergekommen. Oder war da doch irgendwo eine Tür, die wir jetzt durchqueren konnten beim Bouchard? Okay, gucken wir nochmal. Vielleicht hätte ich nochmal ein paar andere Türen austesten müssen. Vielleicht hätte ich jetzt diesen Hebel, der da so komisch an der Seite war, drücken können, dass die Tür aufgeht. Also hier komme ich nicht durch. Gut, bringt ja auch nichts, weil da in dem Bereich kommen wir eh. Ich gucke hier nochmal. Nein. Warte mal, lag da hinten was? Hinten rechts? Ja, da liegt was. Verdammt, wie kommen wir denn da hin? Hier muss jemand Schlüssel geben. Wir müssen sie auch schnell, ne? Wenn sie klein sind. Ich meine, wir vielleicht. Finden wir Schlüssel noch. Ich meine, die Munition ist besser, ne? Haben die jetzt nicht vor? Ich meine, der Täter gefühlt gerade zu ihm, dass er ganz gesund ist. Irgendwas? Haben wir schon alles ausprobiert? Ich habe gesagt, dass er am Grund irgendwas liegt. Ich glaube nicht, aber ich meine, zumindest schauen. Dann müssen wir die Sache da liegen lassen. Nee, sieht gerade noch aus, dass überhaupt irgendwas ist. Na gut. Die Schlüssel liegen da auch. Oh, verdammt. Haben sie da ganz spontan schnell? Ja, ich gucke nochmal bei dem Bouchard, ob da vielleicht dieser Schlüssel irgendwo hängt. Wir haben ja auch schon Schlüssel gehabt, die an der Wand irgendwo platziert sind. Ach, guck mal hier, das ist ja witzig. Der wechselt seine Farbe, je nachdem, wer da gerade. Ach, mal, jetzt ist er Lara, jetzt ist er Bouchard, jetzt ist er Lara. Der Mund, das ist ja gruselig. Also der Mund, der da so abgebildet ist, da auf Bauchhöhe. Gott, oh Gott. Verrückt. Okay, schade. Bouchard, hast du nicht einen Schlüssel für mich, damit ich da hinten die Munition klauen kann? Ich wäre dir sehr dankbar. Kann ich jetzt hier irgendwas drücken? Ah, jetzt geht's. Ah! Warum suche ich einen Schlüssel, wenn es so einfach ist? Alles klar. Wieder mal Munition. Haben wir noch mehr hier? Halt mal, Moment. Wo muss ich denn damit hin? Ich muss ja bestimmt irgendwo hochklettern, oder? Oder? Ah, okay. Verstehe. Das ist also unser Weg raus. Ich habe nämlich jetzt echt gedacht, wir müssen an dieser Tür, wo der Bouchard stand, also in dem Raum, wo Bouchard ist, dass wir da weiterhin müssen. So, ich hoffe, dass ich das jetzt hier richtig schiebe. So, geh mal da hoch. Ah ne, ein bisschen können wir noch. Ich glaube, weiter ging es nicht. Ah, jetzt. Wunderbar. Natürlich. Jetzt kommt ja auch tatsächlich wieder so ein bisschen Tomb Raider-Feeling auf, ne? Dass hier wieder fünf Hebel irgendwo sind. Ach, guck mal, kann ich da hinten rüber? Beziehungsweise ist da überhaupt irgendwas? Sieht nicht danach aus. Ich könnte mal wieder speichern, denke ich gerade. Ich will mal gucken, ob ich darüber springen kann. Nee. Mist. Dann machen wir es kurz. Laden. Oder kann ich hier an der Seite langhangeln? Ach, da ist ja nichts, ne? Sonst hätte ich unten die Kiste noch mal zu der Seite geschoben. Aber ich glaube, da ist auch nichts. Also sonst wird es ja leuchten. Natürlich. Warum sollte auch der Hebel, der direkt in diesem Raum, wo Bouchard ist, sich befindet, warum sollte der auch
passend sein, ne? Oder den die Tür direkt dort auslösen. So, schnell zurück. Ich hoffe, die ist nicht zeitgesteuert. Nee, ist sie nicht. Wunderbar. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Ach, wir sind hier. Ach, cool. Hat der noch was zu sagen? Hey, Lady, keep away from the ring. Okay, schade. Wobei, nee, schade ist es nicht. Das sind nur Blutflecken. Ich hatte nämlich neulich beim Bearbeiten... Oh, guck mal, die haben es wieder umgestellt, das Teil da hinten. Beim Bearbeiten der Videos habe ich so von oben in diesen Ring reingeguckt und dachte noch so, ha, liegt da was im Ring drin? Und ich hatte ja dann am Ende doch nicht ausprobiert, ob wir da vielleicht doch mal irgendwie rein können, von oben reinspringen in diesen Ring. Aber es hat sich erledigt. Achso, das war die Tür. Ich wollte sagen, wieso ist hier eine Hand? So, bevor wir da jetzt weitergehen, will ich nochmal eben ganz kurz überlegen, haben wir hier jetzt noch irgendwo was, wo wir theoretisch hin konnten, aber vielleicht noch nicht stark genug für waren? Ich glaube, wir hatten hier so nichts, ne? Ne, die Türen waren alle zu. Beim Bernhard, das Ding da unten haben wir auch gesehen. Guck mal da drüben. Denke ich jetzt gerade. Können wir hier hoch? Na, natürlich nicht an dem Schild. Aber hier so an diese... Sie gerade ein bisschen zu klein für. Ja, gehen wir einfach mal diesen Weg lang. Radio läuft immer noch. Mal gucken, was... Parisian Monstrum Killings continue. Lara Croft wanted for questioning. The latest victim of the Paris Monstrum was discovered yesterday. The mutilated body of Professor Margot Carvier was found after... Parisian Monstrum Killings continue. Lara Croft wanted for questioning. The latest victim of the Paris Monstrum was discovered yesterday. The mutilated body of Professor Margot Carvier was found after a woman was seen leaving the building under suspicious circumstances. The police are anxious to interview Lara Croft. The notorious Monstrum serial killer has periodically terrorized Paris and other European capitals over the last decade. Characteristic of these brutal attacks are the bizarre metallic eruptions on many parts of the victims' bodies. Forensic specialists are mystified by the process involved. There have been no reports of any survivors of these unconnected attacks. Hier wurde jetzt auch nochmal erwähnt, dass der auch in anderen europäischen Hauptstädten umgeht und irgendeiner von euch... Oh. Nein. Hä? Ist der Typ jetzt weg? Ist er tot? Auf jeden Fall der Typ, der da eben rauskam, das ist ja der, der mir auch als Foto angezeigt wurde. Und der sah jetzt nicht unbedingt aus, als wenn er... Als ob mit dem gut Kirschen essen ist. Oh, scheiße. Oh nein. Der arme Typ. Oh Mann, der Arme. Das finde ich nicht gut. Ja, dann können wir jetzt ja hier uns im Endeffekt bedienen. Looks like a way out. Ja gut, ich will noch nicht raus. Ich will erstmal hier gucken, ob wir jetzt noch eine Waffe finden. Oh, was ein alter Computer hier noch. Krass. Jetzt hat sie die Pässe da aber hingelegt, aber ich meine, der Typ ist doch tot. Oh, hier ist eine... Ach, okay. Wahrscheinlich sollte ich mich hier gar nicht zu lange aufhalten, ne? Mist, wo habe ich denn gespeichert? Was ist denn da drinne? Das ist eine Waffe! Ach shit, warte mal, haben wir irgendwo eine... Nein. Ich will raus. Ah.
Haben wir irgendwo im Tagebuch? Das haben wir alles schon gemacht. Mist, wir brauchen die Kombination. Ach, warte mal, wir haben doch sein Dings. Fällt mir gerade ein. 14529. Das probieren wir mal. Nein. 1, 4, ja. 1, 4, 5, 2, 9. Geil. Werner obviously never had chance to collect it. Boah, hier liegt ja richtig viel. Ja, alles mal mitnehmen, ne? Oh nein. Los, geh heraus. Geh hier raus. Oh nein. Oh, shit. Oh Mann. Jetzt muss ich nochmal wieder neu. Okay. Warte mal, wo ich denn zuletzt gespeichert? 11:58 Uhr. Shit, wir sind noch bei Bouchard, ne? Oh, doof. Ja, ich würde sagen, ich spiele jetzt nochmal bis zu dem, bevor wir zu dem Typen, der da umgelegt wird, bevor ich, also wenn ich an der Tür stehe, da sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Die Folge hat ein bisschen Überlänge. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.